Willkommen zurück zu einem, oder besser gesagt, zum ersten richtigen Video in 2024. Warum das komischerweise am, jetzt glaube ich, 3. März, wenn ich es heute auch hochlade? Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Da kommt sogar der Trailer, aber nee, den haben wir schon gesehen. Naja, warum das erst am 3. passiert, weiß ich nicht. Ich hatte davor ein bisschen was zu tun. Ja. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ich möchte natürlich die Platin-Trophäe hier auch haben. Ich habe das jetzt ein bisschen durchgeplant, um das ein bisschen mehr durchzustrukturieren, weil sonst würde es 400 Parts gefühlt davon geben. Kurz gesagt, Mehrspielermodus. Die Trophäen, wenn ich die noch so aus dem Kopf weiß. Man muss alle von den Mehrspielermodus oder man muss alle Multiplayer-Modis mindestens einmal gespielt haben und muss jede Fähigkeit sowie Fernkampfwaffe benutzt haben. Dafür muss man aber ein bestimmtes Level erreichen, um diese überhaupt kaufen zu können. An sich muss ich auch noch im Multiplayer-Modus Level 55 werden. Das sind etwa 525.000 EP. Das sind dann etwa, wenn ich 25.000 pro Match maximal kriegen kann, sind das dann etwa 31,5 Matches so ungefähr. Also so waren, glaube ich, die Rechnungen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt schon 14 Stunden her, dass ich gerechnet hatte. Oder das rechnen lassen habe, besser gesagt. Und ja, Mehrspielermodus werde ich dann vielleicht im Stream so nebenbei machen. Ich werde es aber auch so neben der Story nebensächlich laufen lassen, weil es gibt immer so einen Daily-Bonus, so einen hier EP-Multiplicator, den ich dann mitnehmen werde. Neues Spiel. Ich habe vor 2 Jahren waren das, glaube ich. Ich meine, ich habe vor 2 Jahren Assassin's Creed Black Flag hochgeladen. Ich kann das gerne eben nachgucken. Dann muss ich das Video aber wieder um einen Moment ziehen. Wo habe ich denn die Playlist? Moment. Könnte ein bisschen dauern. Ich habe gar keine Playlist dafür, oder? Scheiße. Oh, nochmal groß gucken. Also ich habe einige Playlists gemacht, aber führen tue ich die auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Naja. Da, Assassin's Creed Black Flag. Tatsächlich, vor 2 Jahren war das auf der Wii U. War ich ja ganz richtig. Ich glaube 2,5 mittlerweile schon. Und ja, ihr habt ja basically da in diesen Videos von vor zwei Jahren den Anfang so gesehen in Assassin's Creed. Darum, ja, es ist eigentlich jetzt unnötig oder verschwendete Zeit, wenn ich alles nochmal von vorne spiele, jetzt halt auf PlayStation, weil ich das halt machen muss für die Trophäen, weil ich das natürlich nicht porten kann. Es gibt kein Cross-Save. Das Spiel ist aus 2013. Ich bin froh, wenn die Trophäen triggern, weil laut Trophäenseite sind alle Trophäen verbuggt und können nicht aktiviert werden oder könnte sein, dass sie nicht aktivieren oder zu früh. Auch schön. Aber ja, bin ich gespannt. Wir machen trotzdem einfach mal so, dass ich jetzt hier, also ich werde jetzt die erste Folge hier so starten, damit man einfach so diesen Vergleich hat, habe ich mir gerade überlegt. Also wir starten einfach so das Spiel, so komm, Imperator, nee, es passt perfekt. Und dann sieht man halt so, dann kann man auch vergleichen. Ich wollte nicht so ein extra Vergleichvideo machen, so die Grafikunterschiede, weil das ist ja wie bei Skylanders. Auf der Wii U zum Beispiel erinnere ich mich noch, die Portale da in Swap Force, die sahen dann immer so ein bisschen anders aus. Oder auf der Wii, die sahen dann so ein bisschen hier mit weniger Details aus. Und auf PlayStation war das ein bisschen dekorierter und detaillierter auch. Darum, mal gucken, wie sich Assassin's Creed Black Flag, das bisherige mein Lieblings-Assassin's Creed, sich schlägt. Ich habe es auf der Wii U nie durchgespielt, nie weiter auch so gesehen neben den Parts, aber das werden wir dann jetzt aufholen. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt dieses Video halt machen, den ersten Part, und der zweite Part, den wird es dann als Stream geben. Und dann streamen wir halt, bis wir die Stelle erreicht haben. Und ja, dann gibt's halt hier Schlag mich tot. Dann gibt's halt wieder Videos. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. So, wie sprint ich nochmal? Henry, geh ans Ruder, verdammt! Kanonenfeuer. Ja, das kennen wir ja bereits. Gegner feuern! Jetzt kommt Feuer! Sie geht gleich runter! Haha! Sie stehen am Tor zur Hölle!
Stimmt, hier bin ich immer falsch. Hier bin ich, glaube ich, ganz am Anfang bei der Wii U bin ich falsch gefahren, das weiß ich noch. Oh, die wollen abdrehen. Ah, die sind gelenkig, aber. Feuer! Runter auf den Grund! Weg! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Wolltet gern schwimmen, hä? Bereit zu feiern, Sir! Ich liebe das Spiel. Ich habe auch geguckt, die Trophäen werden mich nicht so lange beschäftigt halten extra, also. Ist ja schon mal schön. Bring uns näher, Kenway! Wir versenken sie! Letzter Schuss, komm. Achso, zielt schon. Und weg. Haben wir. Perfekt. Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! So. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Doch. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will essen, das mich nicht krank macht. Stimmt, eigentlich wollte ich mit Black Flag, da, deswegen habe ich das auch nicht weitergeführt im letzten Jahr, obwohl ich da mal eigentlich massig an Zeit hatte. Eigentlich wollte ich es nicht weiterführen, weil laut Leaks, glaube ich, war das, soll gerade daran gearbeitet werden, dass hier ein Remake von Assassin's Creed Black Flag für Next Gen kommen soll. Nicht mehr als zwei. Ich habe eigentlich gehofft, so, das würde jetzt 2025 oder so kommen, aber jetzt, wo es schon 24 ist und bisher immer noch keine Ankündigung, dachte ich, dann schiebe ich es jetzt die ganze Zeit vor mich hin, spiele es dann eh nicht und fange dann plötzlich damit an zu sagen, ja, kurz vor dem Remake, hier speedrun ich die PS4-Version noch und dann vernichte ich mir eigentlich so ziemlich den Spaß am Remake. Ich liebe dieses Spiel, aber das lieben, glaube ich, auch viele. Also Assassin's Creed 2 war schon Banger, kann ich auch nichts gegen sagen. Eigentlich müsste ich sagen, dass das hier mein Lieblingsspiel ist, Assassin's Creed 2. Weil, ja, 17 Stunden Stream. Letztes Jahr Sommerferien oder vorletztes Jahr? Ist das schon vorletztes Jahr? Ich glaube, das ist schon über ein Jahr. Mensch, wie die Zeit vergeht. Gott, werde ich alt. Naja, ich finde... Das Spiel sieht viel geiler aus als Saints Row, bin ich ehrlich. Ah, naja, 2014? 2020? War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack!
Dich hol ich mir, Früchtchen. Na, stimmt, mit ZR oder mit R2 besser gesagt. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Stimmt, ich erinnere mich jetzt diese Verfolgungsjagd. Also ich glaube, der Schatteneffekt und so ist ein bisschen besser. Ich glaube, auf der Wii U gab es da kaum so. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich mache schon wieder einen Fehler wie auf der Wii U. Ich muss hoch, oder? Ja. Aber es gibt wenigstens mehrere Wege. Das ist Pluspunkt. Ich hasse es, wenn es immer nur einen Weg gibt. Dann fühlen sich die Spielentwickler immer so, hahaha, du hast nur einen Weg, wo du hoch kannst. Du Wichser. Ja. Also die Spiele kamen damals yearly raus, aber mal so überlegen, was, wenn sie sich wirklich noch mehr Zeit für Assassin's Creed Black Flag genommen hätten. Alter Schwede. Ich will nicht sagen, das wäre auf GTA-Level geil, aber das wäre, glaube ich, schon so. Minecraft-Level auch nicht, aber das wäre wirklich so das Assassin's Creed, was niemand leugnen könnte, dass es geil ist. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Die Truhe mitnehmen? Da. Wie ging das nochmal? Achso, mit dem. Ja, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Geld ist später sehr, sehr wichtig. Es gibt sehr viele Sachen, die ich mir kaufen muss, tatsächlich. Aber ich freue mich auch schon, die Weltkarte zu erkunden. Ich muss zugeben, die Far Cry 6 Karte zum Beispiel war scheiße leer eigentlich, aber... Mein Gott. Mir hat Spaß gemacht. Bin ich ehrlich. Die einzige Trophäe, die ich als Problem sehe, ist... Ich brauche 100% Synchronisierung in den Hauptmissionen, in den Sequenzen. Ich habe irgendwas von Sequenz 8 gesehen. Also ich glaube, es gibt, was waren das, 13 Sequenzen oder so? Also 12 Sequenzen und dann halt die Finale. Also 13. Und wir, ja, ich bin gespannt. Wir uns zusammentun. War schön auch dieses hier Assassinentraining hier. So nebenbei, so Parcours, ein bisschen so heimlich. Hätte ich den Punkt nicht da oben aktivieren können? Achso, oh, okay. Ja gut, sorry, wollte ich nicht. Eigentlich am überlegen, ob ich den Außenpostenpunkt noch kriege, aber nö. Na, ah, schade. Da wäre es auch gewesen. Da hat er die Kurve mehr bekommen. Ja, dann würde ich gerne noch den Außenposten da oben synchronisieren. Nein, ich darf nicht. Schade. Schoko. Auf der Wii U habe ich mich auch so blöd angestellt wie jetzt. Alter! Also auf seinem Weg schaffe ich es nicht. Das ist ja peinlich, wie ich mich anstelle. Und ich habe Assassin's Creed Valhalla durchgespielt. Inklusive so gesehen auf 100%. Wobei, nee, nicht so gesehen. Tatsächlich 100%. Ja, dann gehen wir einfach mal hier so längs. Ja, viel besser. Man darf ihm nicht direkt folgen. Okay. Ja, aber hier rechts ist ja sowieso schon das Ziel. Ich erinnere mich, dass man ihn jetzt gleich tötet. Ja, hier wird er langsamer. Wirst du nicht erfahren. Ah.
dem gewöhnen, Alter. In Valhalla war das einfach nur draufkloppen. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Ich glaube, so weit bin ich aber auch nicht gekommen. Also ich erinnere mich an die Havanna, die Stadt da. Ich erinnere mich auch, dass man da rausgeschmissen wurde. Ich würde trotzdem gerne den Punkt, also ich würde sagen, den Rest der Folge synchronisiere ich nur das, weil ich habe ja damals, das weiß ich noch, gesagt, die Assassin's Creed Black Flag Folgen werde ich nicht über 26 Minuten ziehen. Ich probiere sogar noch was Verrückteres, also für meine Verhältnisse. Ich möchte, dass das nur 20 Minuten geht. Das heißt, der Part wird jetzt schon in schätzungsweise 3 Minuten, 4 Minuten enden. Das ist für mich Rekordzeit eigentlich. Ungeschnitten Rohmaterial, ja? Ja. Darum, also ich werde jetzt nur eben die Synchronpunkte aktivieren. Tut mir leid, dass mehr nicht geschafft wurde, weil, weiß nicht, ich bin, wie gesagt, kein Freund von 4 Minuten Parts. Von 20 Minuten Parts, weil passiert halt nichts. Also was haben wir jetzt geschafft? Eine Schifffahrt-Tutorial. Die Jagd hier durch den Dschungel. Oh, nicht zu vergessen, die Assassine, die ich gerade getötet habe, und dass wir unseren ersten Auftrag Dings erhalten haben. Wow, das klingt aber sehr produktiv. Kann ich so irgendwie changen? Naja, aber so. Ja, das weiß ich nicht. 30 Minuten hätte ich es ja wenigstens noch zum Schiff geschafft. Vielleicht sogar nach Abstergo da. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt für manche was gespoilert habe, aber das Spiel ist jetzt, wird jetzt 11 Jahre alt darum, also, weiß ich nicht. Ich finde, wenn man sich sowas anguckt, dann muss man heutzutage mit Spoilern rechnen. Ich weiß ja nicht alles, ich habe einige Sachen gelesen, aber das waren auch wieder so welche TikTok, Twitter und so Kommentare, und das ist ja immer so diese Sache, ob man denen vertraut. Ich würde sagen, muss man selber wissen. Entweder man überprüft es, man glaubt es einfach. Machen viele so. Oder, ja, keine Ahnung. Man sagt sich aber, ist mir egal. So. Die Truhe nehmen wir da gerne auch noch mit. Ah, da. Zurück. Da war ein Tier, was ich hätte häuten können. Das lasse ich mal. Das Shanti, das hole ich mir, glaube ich, nach der Aufnahme. Würde ich sagen. Ich weiß nur, dass der Parcours mich in Unity genervt hat. Das ist nur so mein Befinden. Unity aber großartiges Spiel. Da stimme ich den Leuten zu, dass es gut war. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen zu overrated, weil den Anfangsstatus des Spiels, das kriegst du nicht mehr weg. Das war Rotz. So, aber dann synchronisieren wir den mal und ja, dann würde ich sagen,
Mit der Synchronisation beenden wir das Video. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim Stream oder beim nächsten Part, aber schätzungsweise Stream, seid ihr dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.